Sonntag, 10.06.2012, 15 Uhr, Spielnummer 169, am 25. Spieltag der Kreisliga Eisenach, ist der Sportplatz am Mühlwert 2, 99-817 Steffel. Schiedsrichter der Begegnung, Alexander Glock aus Kreuzburg. Stehen sich gegenüber die zweite Mannschaft des FC Eisenach und der SV 49 Eckartshausen. Die Ausgangslage ist bekannt. Eisenach braucht aus diesem vorletzten Spiel der Saison einen Sieg oder mindestens ein Unentschieden, um den Aufstieg in die Kreisoberliga perfekt zu machen. Kreisoberliga heißt diese Liga, die in dieser Saison noch Regionalklasse heißt und die bis vor 4 Jahren Bezirksliga hieß. Naja, die wechseln, die liegen schneller als die Mannschaften. Okay, erste Möglichkeit für die Eisenacher hier. Philipp Seeland bleibt da stecken und Heiko Borkhardt kommt zu spät. Ihr habt es da vielleicht neben mir gehört, am Rande. Es geht ja schon wieder so los wie letzte Woche. Tatsächlich, man hatte in den ersten 20 Minuten hier Déjà-vu-Erlebnis und hier passt Kai Lämmerhirt das erste Mal auf. Eckartshausen war nicht nach Eisenach gekommen, um hier die Punkte abzuliefern. Andi Grimm. Ja, Mann, so sieht's aus. Das war Tobias Giesewetter mit der guten Möglichkeit, hier in Führung zu gehen. Kevin Helm im Doppelpass mit Borkhardt und dann wird er geblockt. Dann noch einmal Tobias Giesewetter. Der Ball lag schon etwas besser, ging aber auch nicht. Sorry, das war Georgios Leus. Wieder Grimm. Arbeitet sich zur Grundlinie vor und eine schöne Flanke, die Leus nur noch über die Linie zu drücken braucht. Ja. Und damit schien der Bann vorerst gebrochen. Wieder Borkhardt mit einer guten Flanke. Ach, setzte die Gäste gehörig unter Druck. Hier, schöner Ball von Pohl für Grimm. Der flankt diesmal nicht, sondern zieht einfach ab. Und herausgekommen ist dieser wunderschöne Treffer. Aus spitzem Winkel muss man als Torhüter natürlich nicht passieren. Ist aber nichtsdestotrotz trotzdem passiert in dieser Liga. Kommt das eben mal vor. Nichtsdestotrotz, schönes Tor durch den Captain. Dann wieder die Eckartshäuser. Und dann Kai Lämmerhirt. Die 90 Minuten erzielt den Anschlusstreffer für seine Farben. Überraschend kam das nicht. Und im Nachgang zeigten die Gäste auch, dass dieses Tor keine Eintagsfliege bleiben sollte. Die hatten sich hier vorgenommen, die Entscheidung über den Aufstieg auf den letzten Spieltag zu vertagen, wenn die Eisenacher beim SV Suhltal Van Breitenbach antreten mussten. Hier funktionierte die Abseitsfalle wieder nicht. Und das ist dann schon ein bisschen Unvermögen. Hätte keiner was dagegen gehabt, wenigstens auf Eckartshäuser Seite, wenn dieser Ball ins Tor geht. Guckt euch den Kai Lämmerhirt an. Kriegt er zum ersten Mal seinen Ausraster. Ja, ja. Torhüter und links außen. Aber ganz Unrecht hat er nicht gehabt, denn hier gehen die Gäste schon wieder auf und davon. So ein bisschen stockte nun das Spiel. Der Eisenacher war jetzt Sand im Getriebe. Man hatte immer noch sporadische Chancen, aber allenthalben waren die Eckartshäuser gefährlich und hielten das Spiel hier offen. Die Halbzeitpause wurde wirklich förmlich herbeigesehen. Ja, da kann ich Matthias Siering nicht widersprechen. Der eingewechselte Max Frank im zweiten Durchgang. Er kam für Heiko Borkhardt, der nach Ansicht der Trainer einen, naja, sagen wir mal, glücksarmen Tag erwischt hatte. Eisenach hielt jetzt das Tempo wieder hoch. Giesewetter, das ist einfach zu viel. Da war er besser beraten, mal zu spielen. Wieder Grimm. Absolvierte da auf dem linken Flügel ein enormes Laufpensum und blieb gefährlich. Diesmal gut reagiert vom Eckartshäuser Schlussmann. Die Abwehr war etwas kurz und Schussversuch von Tobias Giesewetter. Nein, war kein Tor. Hätte aber durchaus eins werden können. Schönes Schüsschen. Von Herrn Kiesewetter. Dann Frank. Für Georgios Leus. Und er schießt einfach mal. Nein,
Schießen ist vielleicht der falsche Ausdruck. Er zirkelt das Ding auch förmlich um den Torhüter herum. Auch ein sehenswerter Treffer zum 3:1. Und das sollte doch nun wirklich nach 53 Minuten für Sicherheit sorgen. Eisenach auf dem Weg in die Kreisoberliga. Die Gesichter der Eckartshäuser, der hier nicht, der gehört zu uns. Aber hier, die sprechen Bände. Schaut euch die Körpersprache an. Da hagelt es Vorwürfe. Hatten sie sich anders vorgestellt und bei besserer Chancenauswertung hätte sie auch ganz anders stehen können. Wank und frei zugestehen. Philipp Seeland kommt da über rechts. Und Pohl. Und wieder in letzter Minute gerettet. Dann wurde Munter durchgewechselt. Lois ging. Der Klimpert kam. Sollte halt sicherlich auch jeder mal eine Einsatzchance bekommen hier. Bei diesem letzten Heimspiel der Saison. Schön von Frank auf Limpert gespielt. Und der versucht's mal. Ja. Und da hat der Gäste Schlussmann zu tun, diesen Ball daran zu hindern, die Torlinie zu überschreiten. Dann Grimm. Dann lässt hier die Nummer 4 das Bein stehen und das war vor dem Strafraum. Zeigte eindeutig an. Nichtsdestotrotz war Alexander Glock anderer Meinung und sagt, nee, nee, Freunde, das war im Strafraum. Und so gibt es Elfmeter. Nein! Schaut es euch an, die sind da nicht sehr glücklich. Kann ich nachvollziehen. Alexander Pohl schnappt sich den Ball. Und der lässt sich natürlich so eine Möglichkeit nicht entgehen. Und dieses 4:1 bedeutet selbstverständlich, nur noch eine halbe Stunde zu spielen, ist eine Vorentscheidung. Hier zweifelte keiner mehr daran, dass sich Eisenach nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen würde. Eckartshäuser Bonk hadert da immer noch mit dem Schiedsrichter. Aber diese Entscheidung wird natürlich nicht mehr zurückgenommen. So bitter wie es ist für die Gäste, das 4:1 hat Bestand. Aber man muss den Eckartshäusern wirklich zugute halten, dass sie sich nicht versteckten, dass sie auch weiterhin am Spiel teilnehmen. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Ich habe hier viele Mannschaften Mauern sehen, die Eckartshäuser gehörten nicht dazu. Und zu einem guten Fußballspiel, muss man auch mal sagen, gehören nur zwei Mannschaften. Noch ein Wechsel. Baumgart ging. Und Hopf kam. Dann ein Freistoß. Pohl. Ja, der wollte sich mal anhören, wie schön die Latten kommen können. Hier hinten am Mühlwert. Hopf auf Giesewetter, nimmt nochmal Maß, wieder knapp am Tor vorbei. Er hat eine ordentliche Peitsche, der. Da haben wir zwischendurch auch mal wieder die Gäste. Aber die machten zu wenig aus ihren Chancen. Zweifellos. Drin. Tobias Giesewetter hat in der Vorwoche ein Tor gemacht, hier an gleicher Stelle. Wollte gerne nochmal wiederholen, wurde aber nichts. Und dann sind sie wieder frei vor dem Tor. Und diesmal machen sie es besser. Schaut es euch an. Die Nummer 15. Nein, da gibt es diesmal nichts zu heulen. Verdienter Treffer für Eckartshausen. Und nochmal, Max Frank. Der nimmt die Bande mit. Und erzielt, sagen wir mal, zu zwei Dritteln einen Treffer. Deswegen ist ihm das auch zugute geschrieben worden. Wenn ich richtig mitgerechnet habe, ist das sein erster Treffer in einer der Männermannschaften des FC Eisenach. Und da freut sich sein Teamkamerad aus den A-Junioren, Tobias Kiese, wird er gleich mit für ihn. Nochmal eine gute Möglichkeit hier. Elfmeter dachte hier fast alles. Nein. Wurde gegen Tobias Kiesewetter entschieden. Zumal sich auch Eckartshausens Torhüter da leicht verletzte. Und hier nochmal Kai Lemmert in einer guten Aktion. Verhindert da den nächsten Treffer der Gäste. Ja, der hatte seine Momente heute, weiß Gott. Wenn man das 2:1 ausklammert, war das hier eine 1A-Leistung, die er abgeliefert hat. Frank auf Limpert. Entschuldigung, auf Kies. Auch diese Chance dahin. Nun, da macht sie sich jetzt keiner mehr verrückt. Ja, das hat keine Mannschaft gerne, wenn der Torhüter den Ball hat, dass dann nochmal nachgestochert wird. Gibt es auch die Shake Hands von Hopf. Und alles ist in Ordnung. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Das war der Aufstieg.
Eisenach macht einen Spieltag pro Ultimo auf die Perfekt. Fährt als Testspielpartner in den nächsten Wochen, am nächsten Wochenende ins Blutmal. Wir haben heute hier zu Gast. Das haben wir schon. Da gibt es Erleichterung. Vor allem Eckart Häuser als faire Verlierer. Gratulieren den Eisenachern zum Aufstieg. Recht, recht herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Ja, und dann werden auch Getränke gereicht. Hier, Trainer Andi Pohl kriegt einen ausgegeben. Von Thomas Rudolf. Sollte nicht das letzte Spiel gewesen sein. Kommen wir mal rein. Ich muss mir vorstellen, mein Name ist Hans-Jürgen Wied mit der Staffelleiter von der Kreisliga. Guten Tag, nochmal bei, ja? Kai, bring mal einen Quiz. Und ich wünsche FC Eisenach zweite Mannschaft. Vielen Dank natürlich auch für die Aufstiegs-T-Shirts. Alles Gute, viel Erfolg in der Kreisliga. Der Captain hat den Pott. Dann wird das Kind im Manne lebendig.